Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Machtbox von Machtrap. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Macht, also M8 von Machtrap, MRG. Das Ganze in Boxform erschienen. Wir haben hier eine flache Klappbox. Das Ganze in Rot gehalten und hier groß auf der Vorderseite in Schwarz dieses M mit der 8 in Kombination. Sieht echt, echt gut aus in meinen Augen, das Logo. Gefällt mir, hat auf jeden Fall was. Machtrap präsentiert MRG. Dann haben wir hier wieder dieses Macht-Logo. Hier auch. Dann hier noch das Logo von Machtrap, also des Labels, MRG. Und dann haben wir hier auf der Rückseite die Info, was sich alles in der Box befindet. An dieser Stelle haben wir MRG Machtalbum, MRG Machtalbum Instrumentals, MRG NWO Bonus EP, Machtbag, Poster, DIN A1, 7 Autogrammkarten und 3 Sticker. Also, klingt nach jeder Menge Inhalt. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Und das Ganze lässt sich dann hier aufklappen. Gut, wir haben hier einmal die Tasche, Umhängetasche, die Instrumentals, die Bonus-EP, das Album an sich, die Sticker, 3 Stück an der Zahl, die Autogrammkarten müssten 7 sein und das Poster. So sieht die Box von innen aus. Also komplett in Schwarz gehalten das Ganze. Klappbox machen wir zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wie so oft, wir fangen an mit dem Album an sich. Also, wir haben hier auf der Vorderseite die ganze Machtgang versammelt. Also oben lesen wir wieder Machtrap präsentiert. Dann hier wieder das Logo von M8. Und dann hier die einzelnen Künstler. Ich hoffe, dass ich jetzt da nichts durcheinander bringe. Das müsste Mosenu sein, Rapstar, Toon, Chases, Davut. Dann haben wir noch Kel und die Boys in der Hood. Also meines Wissens müssten das hier Boys in der Hood sein und das hier Kel. Ich hoffe, dass ich die beiden jetzt nicht verwechselt habe. Also Kel mit einem der beiden von Boys in der Hood. Aber meines Wissens ist das so richtig. Also wir sehen, Machtrap besteht aus 8 Leuten passenderweise. Also das Team hier von Chases, der das Ganze ja aufgebaut hat, gegründet hat. Und wie kann das sich ausgehen mit 7 Autogrammkarten? Wir haben hier Boys in der Hood auf einer Autogrammkarte. Deswegen sind es auch nur 7. Dazu später. Gut, dann haben wir die Tracklist. 20 Stück an der Zahl. Wir haben hier wirklich nur Künstler vertreten des Labels. Also von Machtrap. Keine Fremd-Features. Und nachdem das ja 8 Interpreten sind, gibt es eine Menge Output, und zwar 20 Tracks an der Zahl. Hier unten wieder die Credits. Und meine Favoritentracks sind einmal der Track Nummer 14, Pause, und Track Nummer 15, Ram Pam Pam. Die sind mir im Gedächtnis geblieben. Das Ganze Jahr 2016 im September erschienen. Jetzt werfen wir mal einen Blick in das Booklet, wenn wir es rausbekommen. Das ist ja immer so eine Sache. Nicht so einfach. Wir werden mal kurz das Messer zu Hilfe nehmen. Weil das Booklet auch relativ dick gehalten ist. So. Also,
Wir haben hier einzelne Tracks auf den Seiten und hier immer die Jungs in Schwarz-Weiß-Fotografien abgebildet. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Ja, es scheint echt so gemacht zu sein. Also hier sind alle 8 drauf. Warum? Weil jeder Track auch von MRG ist. Also von allen. Aber von der Macht Rap Gang. Aber hier sind zum Beispiel nur 3 Leute vorhanden. Warum? Boyz in the Hood sind 2 und Chasez. Also die beiden Herren und Jay. Das heißt wirklich immer das. Okay, nein, hier macht das keinen Sinn mehr. Weil hier steht Chasez und Boyz in the Hood. Gut, jetzt wird damit gebrochen. Ich dachte echt, dass die jetzt jedes Foto extra so ausgewählt hätten, dass nur die Interpreten drauf sind. Aber auf Seite 3 hier wird das Ganze nicht mehr durchgezogen. Aber finde ich echt eine schöne Idee, also dass jedem Track eine einzelne Seite gewidmet wird. Und hier haben wir dann auch Farbabbildungen, also nicht nur Schwarz-Weiß-Fotos. Das sind wohl dann die Solo-Tracks hier in Farbe dann. Das sind auch die Karten, die Motive der Autogrammkarten. Jawohl. Hier nochmal die ganze Gang in Farbe. Weitere Tracks. Also, jede Menge Fotos in diesem Booklet zum Ansehen. Dann haben wir hier noch einen Epilog. So sieht das aus. Und hier noch die Credits. Alles klar. Und dann hier noch das große Machtlogo. Kann man natürlich auch als Wendecover verwenden. Ich werde jetzt mal das ursprüngliche drin lassen. Dann haben wir die CD. MRG Macht Standard Edition lesen wir hier. In Rot und Schwarz das Ganze gehalten. So sieht's aus. Und hier hinten auch nochmal relativ schwer zu sehen, weil es schwarz auf schwarz ist, aber auch hier nochmal dieses M8 Logo. Und auf der Seite lesen wir natürlich auch wieder MRG Macht. Sehr schön. Dann haben wir die Instrumentals hier in Schwarz und Rot gehalten, das Foto. 19 Tracks an der Zahl. Warum? Weil ein Skit dabei war, der hier anscheinend nicht drauf ist. Klar, weil es zu dem Skit keinen Beat gibt. So, die CD in Rot und Schwarz gehalten. Und das Ganze in einer Papphülle. Und dann haben wir noch einen Tonträger. Und zwar ist das die NWOEP Macht Rap präsentiert. Das Foto wieder, diesmal in Schwarz und Grün gehalten. 9 Tracks, das ist echt eine Menge. Da sind keine Instrumentals drauf, aber 9 Tracks, pff, nicht schlecht. Also, dass man das EP nennt, 9 Tracks, heftig. Starke Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier wieder das gewohnte Design, allerdings hier in Schwarz und Grün. Ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier im Postkartenformat, Macht Welle, Schwarz, Rot und Weiß. Dann diesen Sticker, Macht Rap in kreisrunder Form. Erinnert so ein bisschen an das Logo der Sowjetunion. Kennt das? Hammer und Sichel. Allerdings hier Mic und Kopfhörer. Und dann haben wir noch diesen hier, diesen Macht-Logo-Sticker. Der gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Also dieses Logo hat auf jeden Fall was. Das ist echt, echt schön gemacht. Dann haben wir die 7 Autogrammkarten. Und zwar haben wir hier einmal Boyz in the Hood. Die Autogrammkarten jeweils so glänzend und schwarz und in silbernem Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite lesen wir Macht, also das Logo wieder. Davut. Ja gut, Rückseite ist überall gleich. Tun. Chases. Kel, Mosenu und natürlich Rapstar. Also, 7 Autogrammkarten, alle original unterschrieben und auch wirklich schön gestaltet in dieser Glanzoptik. Gefallen mir echt gut. Und ich finde es auch schön, dass wirklich beim Label-Sampler jeder Künstler so seinen Freiraum oder was heißt seinen Freiraum, seinen Auftritt, seine Wertschätzung hier bekommt und wirklich jeder quasi gleichgestellt ist. Jeder hat seinen Solo-Track, jeder hat seine Autogrammkarte. Gefällt mir. Dann haben wir ein Poster.
einseitig bedruckt. Das ist echt. Ja, okay, so groß ist es gar nicht. Ich dachte jetzt, das wäre größer. Aber doch ganz ansehnlich. So, jetzt müssen wir nur kurz schauen, weil es hier anscheinend geklebt sein dürfte. So, jetzt haben wir es. Also, wir haben hier die gesamte Machtrap-Gang abgebildet. 8 Herrschaften haben ihren Platz hier gefunden. 5 stehen und 3 hocken. So sieht das Ganze aus. Und oben rechts im Eck haben wir dann noch, man kann das sehen, das Macht-Logo. Das Ganze im Querformat und einseitig bedruckt, denn die Rückseite ist weiß. Und als letzten Boxinhalt, ja, das Poster leicht eingerollt, weil es natürlich in der Box keinen Platz hatte, aber ist jetzt nicht geknickt. Also wenn man das ein bisschen liegen lässt, dann wird das schon wieder. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch diese Umhängetasche. Ich würde natürlich als erstes interessieren, ob wir hier noch, jawohl, das wäre es jetzt gewesen, so, einen Tragegurt vorfinden. Also wir haben hier eine schwarze Tragetasche und hier das Machtlogo in schwarz auf schwarz. Also man sieht's, aber es ist echt ziemlich, ja, undercover mehr oder weniger, so schwarz auf schwarz, jetzt nicht irgendwie groß der Kontrast. Dann haben wir eine Haupttasche, also einen großen Teil, ohne Reißverschluss oder ohne irgendwelche Innenfächer. Dann haben wir hier ein mehr oder weniger Geheimfach, hier mit Klettverschluss, also innen, das dann am Körper anliegt. Und außen natürlich noch ein kleines Fach, ebenfalls mit Reißverschluss. So sieht das aus. Mich würde jetzt interessieren, ob wir hier irgendwo noch einen Zettel vorfinden. Allerdings kann ich hier keinen Zettel finden, oder wobei, Moment. Ja, hier haben wir einen minimalen Zettel, der uns leider echt wenig verrät. Hier steht nur High Idea oder He Idea, je nachdem, Made in PRC, also Republic China. Also Volksrepublik China. Hier hinten ist noch was vernäht. Achso, ja klar, das ist der Kletterschluss, der hier innen Platz findet. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schön, weil das etwas ausgefranst ist, aber mein Gott. Was will man da jetzt großartig erwarten in so einer Deluxe-Box? Dann haben wir hier diesen Tragegurt. 2 Plastikkarabiner, die man dann natürlich hier einhaken kann. An den Seiten hier in diese Plastikösen. So kann man das dann hier befestigen und dann entsprechend umhängen. Das Ganze, soweit ich es jetzt beurteilen kann, hat keinen Versteller. Also man kann das jetzt nicht größenmäßig anpassen, aber ja, kann man glaube ich trotzdem gut tragen. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Tragetasche oder Umhängetasche. 7 Autogrammkarten an der Zahl, allesamt in Schwarzglanzoptik und einseitig, also auf der Hinterseite das Logo. 3 Sticker, 2x quadratisch, einmal im Postkartenformat. Die EP NWO, die Instrumentals zum Album, das Album an sich und dieses Poster im Querformat. Einseitig bedruckt. Das alles in dieser wunderbaren Box Macht von Machtrap Gang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Machtrap Gang unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.